Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting. Der Heilige Geist und seine Führung. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Bruder in der Erlösung. Wir sagen, Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließen die Augen, wiederholen, Thomas, ich verbinde mich mit dir im Geist, lassen dem Heiligen Geist ein Gefühl von liebevoller Verbindung hinzugeben. Wir kommen zum nächsten Teilnehmer. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Schließen die Augen. Nihira, ich verbinde mich mit dir im Geist. Lassen den Heiligen Geist ein Gefühl von Verbindung, liebevoller Verbindung hinzugeben. Warten einen Augenblick. Zum nächsten Teilnehmer über. Sabine, ich verbinde mich mit dem Geist. Schließen die Augen. Sabine, ich verbinde mich mit dem Geist. Von Verbindung hinzugeben. Müssen uns die Augen Christi verleihen in Austausch derer des Körpers. Fühlen uns darin ein. Verbinden uns mit dem einen wahren Selbst. Hier, ich verbinde mich mit dem einen wahren Selbst in mir, angestimmt Gott als der Sohn Gottes. Dann öffnen wir die Augen. Außen ausgedehnt werden. Und kommen zur Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, guten Morgen. Ja, fühle mich ganz gut, so ganz neutral, so. Ne? Entspanne so ein bisschen gerade. Ja, danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen als nächstes zur Ira. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich ruhig, gut und freue mich. Ja, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen zur Sabine. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, entspannt. Ja, und darunter liegt eine Sorge. Danke. Sabine, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in der Bitte. Zum Feedback. Geht mir gut, ich bin dankbar, ich bin ausgeruht, frisch und erholt, im Frieden, wachsam im Geist. Ja, komplett sorgen. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Wir kommen jetzt zu der Vorlesung und Erklärung. Erstmal nur die Vorlesung von Ein Kurs in Wundern, erschienen im Greuthoff Verlag, herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Kapitel 13, die schuldlose Welt. Römisch 10, die Befreiung von der Schuld. Und 12, Absatz 12. Kannst dich wieder zurücklehnen und vom Verstehen wollen, als das Haben wollen, loslassen und dich geistig hingeben, sodass die Erkenntnis, die in dir ist, in dir aufdämmert. Keine Illusion, die du ihm je vorgeworfen hast, hat seine Unschuld irgendwie berührt.
Seine leuchtende Reinheit, die gänzlich unberührt von Schuld und gänzlich voller Liebe ist, erstrahlt in dir. Lass uns zusammen auf ihn blicken und ihn lieben. Denn in der Liebe zu ihm ist deine Sündenlosigkeit. Schau nur auf dich selbst und die Freude und die Würdigung dessen, was du siehst, wird die Schuld auf immer bannen. Ich danke dir, Vater, für die Reinheit deines allerheiligsten Sohns, den du auf ewig ohne Schuld erschaffen hast. Wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz, lassen also das einen Moment lang sacken, den Geist sinken. Zur Feedbackrunde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, auch weiterhin so neutral, also ein bisschen müde, aber ein bisschen, ja, im Entspannungsmodus. Danke. Thomas, wir verbinden uns und gibst dir ein Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja. Ich fühle mich gut und der Absatz, der hat mich berührt. Und ja, irgendwie so was wie Liebe, schön, auch Schönheit irgendwie. Und ja, berührt halt einfach, ist da. Danke. Mira, wir verbinden uns eine Sekunde mit dir. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Unverändert. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. Ich fühle mich gut und zufrieden. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Kommen wir also jetzt zu der Erklärung von Kapitel 13. Die schuldlose Welt, für mich 10, die Befreiung von der Schuld, Absatz 12. Du kannst dich wieder zurücklehnen und vom Verstehen wollen, das haben wollen, loslassen. Und ich erkläre wieder, du kannst wieder die Erkenntnis in dir aufdämmen lassen. Dich einfach hingeben, zulassen, dass der Heilige Geist den Wandel vor sich nimmt. Keine Illusion, die du ihm je vorgeworfen hast. Hat seine Unschuld irgendwie berührt? Ja, dieser Satz beinhaltet eben, dass deine Unschuld und deine Sündenlosigkeit und die Sündenlosigkeit deines Bruders gemeinsam mit der deinen, weil ihr eins seid, weil du eins mit deinem Bruder bist, weil ich eins mit meinem Bruder bin, gemeinsam in Gott, unverändert, niemals von irgendeiner Schuldzuweisung, die auch, wo auch immer sie herkommt und von wem auch immer sie erfunden worden ist, jemals irgendwie in irgendeiner Weise berührt worden sind. Seine leuchtende Reinheit, die gänzlich unberührt von Schuld und gänzlich voller Liebe ist, erstrahlt in dir. Das kann nur sein, wenn ein Einssein wahr ist.
Wenn ich in meinem Bruder das leuchtende Antlitz Christi sehe und das dann in mir erfahre, dann deutet das auf ein Einssein hin, obwohl wir uns immer noch körperlich sehen können und gleichzeitig als getrennt wahrnehmen können. Das heißt also, hier ist Erkenntnis und Wahrnehmung miteinander verschmolzen, weil beide Wahrheiten gleichzeitig da sein können, aber die eine wirkliche Wahrheit, dass alles eins ist, also dass Geister verbunden sind, überwiegt in diesem Moment und wird zur einzigen Wahrheit. Und die Illusion, das Körperliche, kann nicht aufrechterhalten werden. Es ist zwar scheinbar da, aber man erkennt in diesem Moment die Illusion. Man weiß, was das Wahre ist und was die Illusion ist, indem man sich innerlich einfühlt und den Frieden Gottes in sich fühlt, der nicht von dieser Welt ist. Das heißt also, jetzt muss niemand mehr überzeugt werden. Du kannst es einfach anhand dieser Erfahrung lernen und erkennen, dich erinnern. Mehr muss ja nicht passieren. Lass uns zusammen auf ihn, ja, blicken und ihn lieben. Also, eine Aufgabe für den Tag ist, du sagst, Heiliger Geist, lass mich zusammen mit dir auf meinen Bruder in Liebe blicken. Oder auf meinen Bruder blicken und in ihn lieben. Weil isoliert vom Heiligen Geist, nur mit meinem Ego, kann ich ihn nur hassen. Kann ich ihn nur so lieben, dass in der Liebe auch Hass mit drin ist. Sobald in der Liebe Hass drin ist, ist es nur Hass. Das ist so, dessen müssen wir uns klar werden. Sobald wir den Heiligen Geist nicht einladen, ihn ausschließen, können wir nur noch hassen. Das ist ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Heiliger Geist, einladen, vollkommene Liebe, nicht einladen, Hass und Dualität. Ganz einfach. Ich weiß nicht, wieso das so schwer ist. Kann nicht so schwer sein. Heiliger Geist, mit im Spiel, alles gut. Nicht mit im Spiel, ich mache alleine, alles schlecht. Ganz einfach. Was ist daran schwer? Denn in der Liebe zu ihm ist deine Sündenlosigkeit. Ja. In der Liebe zu ihm ist deine Sündenlosigkeit. Aber meine Liebe zu ihm kann ich nur unter der Führung des Heiligen Geistes wirklich erfahren. Ich kann sie nicht im Körper aus dem Ego heraus erfahren. Im Körper kann ich sie nur gemeinsam mit dem Heiligen Geist erfahren. Dann erst kann ich erkennen, dass der Körper nicht meine Wahrheit ist. Also ich brauche die Erfahrung. Ich brauche eine immerwährende Erfahrung, dass das so ist, indem ich das in mir fühle, fühlend wahrmache, fühlend erkenne, indem der Heilige Geist es für mich immer wieder mir zeigt, mir deutlich macht, mich fühlen lässt und mich in meinem Bruder sehen lässt, weil er kann das durch mich in meinem Bruder sehen lassen. Er kann das durch mich in mir ausdehnen. Er kann mir zeigen, du bist der heilige Sohn Gottes selbst, in dir weilt keine Schuld und Sünde existiert nicht, indem er durch dich deinen Bruder so aussehen lässt und dich das so fühlen lässt.
Wir nehmen hier auch nochmal den Dreisatz: Ich sehe nichts, denn den Christus in dir. Ich fühle nichts, denn den Christus in mir. Und jetzt kommt nochmal der Bedürftigkeit dazu: Ich brauche nichts, denn den Christus in mir. Ja, wir lassen auch los von allem anderen. Wir machen keinen Götzendienst mehr dazu. Und dadurch bleibt es konstant. Schau nur auf dich selbst und die Freude und die Würdigung dessen. Ja, also du schaust, indem du auf deinen Bruder so schaust, nur auf dich selbst. Und auf die Freude und die Würdigung dessen, also es ist eine Würdigung. Du würdigst das Wahre. Was du siehst, wird die Schuld auf immer bannen. Und die Würdigung dessen, was du siehst, wird die Schuld auf immer bannen. Das also die Schuld wird gebannt. Sie bannen heißt hier, nichts anderes als, sie wird aufgehoben. Es hört sich so an, als wenn sie gefangen genommen wird, gebannt wird, in einen Bann gesetzt wird. Ja. Aber es ist mehr so, dass sie sich auflöst, also dass du erkennst, dass sie nicht da ist. Aber okay, wir lassen es so, wie es hier ist. Lass die Würdigung dessen die Schuld auf immer bannen. Lass die Würdigung dessen, was ich sehe, was ich auf mich selbst blicken kann, die Schuld auf immer bannen. Ich danke dir, Vater, für die Reinheit deines allerheiligsten Sohns, den du für ewig ohne Schuld erschaffen hast. Diesen Satz nehmen wir in die Aufgabe des Tages. Ich danke dir, Vater. Wir sprechen also ein Dankesgebet aus. Das ist ein dankbares Gebet. Ich danke dir, Vater, wenn du so ein Gebet beginnst. Vater, ich danke dir für deinen heiligen Sohn. Vater, ich danke dir für deinen vollkommenen Sohn, oder? Ich danke dir, Vater, für die Reinheit deines allerheiligsten Sohns. Ich danke dir, Vater, für die Reinheit deines allerheiligsten Sohns, den du auf ewig ohne Schuld erschaffen hast. Ich danke dir, Vater, für die Reinheit deines allerheiligsten Sohnes, den du auf ewig ohne Schuld erschaffen hast. Wiederhol das den ganzen Tag hindurch. Das ist dein Leitsatz für den Tag. Und die anderen Übungen machen wir zusätzlich immer wieder in den Momenten, in denen der Heilige Geist uns so führt. Wir kommen zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich irgendwie erleichtert, genau, dankbar. Und breitet sich auch so eine Stille aus. Danke. Nihira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zur Sabine. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, wenn ich meine Gedanken fokussiere. Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Dann kommen wir zum Thomas. Wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, weiterhin so ganz ruhig, neutral, so, genau, danke. Ja, danke.
Thomas, wir verwenden uns einige Sekunden mit dir. Ja, kommen wir noch zu meinem Feedback. Ja, das Einzige, was mir so auffällt, das ist so dieses Räuspern. Das ist so ein bisschen die belegte Stimme. Aber indem ich jetzt das ein bisschen auch versuche, nicht weghaben zu wollen, gibt sich das auch von allein. Und es geht mir gut, ich bin im Frieden, ich bin dankbar für die Worte, für die Erkenntnisse und für die Aufgabe für den Tag. Wir verbinden jetzt einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Wir machen jetzt eine Pause von 8 Minuten. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich jetzt, das Meeting fortzusetzen. Ich lese direkt vor. Wir sind also jetzt im Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10, die Befreiung von der Schuld und Absatz 13. Ich lese vor, du kannst wieder zurücklehnen, vom Stehen wollen, loslesen, loslassen und dich innerlich hingeben und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Wie du setze ich meinen Glauben und meine Überzeugung in das, was ich schätze. Der Unterschied ist, dass ich nur das liebe, was Gott mit mir liebt. Und deswegen schätze ich deinen Wert höher als du selbst, so hoch, wie Gott ihn eingeschätzt hat. Ich liebe alles, was er schuf, und biete ihm all mein Vertrauen und meinen Glauben an. Mein Glaube an dich ist so stark wie all die Liebe, die in meinem Vater, die ich meinem Vater gebe. Und das Vertrauen, das ich zu dir habe, ist grenzenlos und ohne Furcht. Du könntest mich nicht hören. Ich danke dem Vater für deine Lieblichkeit und für die vielen Gaben, die du mich dem Himmelreich anbieten lässt. Wirst du Ehren seiner Ganzheit, die von Gott ist. Jetzt habe ich mich wohl irgendwie verlesen. Ich lese nochmal den letzten Satz vor. Ich danke dem Vater für deine Lieblichkeit und für die vielen Gaben, die du mich dem Himmelreich anbieten lassen wirst, zu Ehren seiner Ganzheit, die von Gott ist. Jetzt haben wir. Wir verbinden uns einige Sekunden mit diesem Absatz hier und lassen ihn einen Moment sacken. Ja, dann kommen wir zur Feedback-Runde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Raum? Ich fühle mich dankbar. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ruhig, weich, so als ob etwas in mir auseinandergezogen wird und sich dehnt und ganz angenehm dehnt und Platz macht. Danke. Und größer wird.
Danke, Sabine. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Kommen wir zum nächsten Feedback. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, weiterhin ganz gut. Dankeschön, alles ruhig. Danke. Danke, Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem. Dann kommen wir zur Feedback von mir. Gerade ein bisschen abgelenkt von Gedanken, aber ich komme schon wieder zurück und fühle mich im Frieden. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. Ja, dann kommen wir jetzt zum Vorlesen von Ein Kurs in Wundern, Kapitel 13, die schuldlose Welt, Römisch 10. Die Befreiung von der Schuld, Absatz 13. Wie du setze ich meinen Glauben und meine Überzeugungen oder meine Überzeugung in das, was ich schätze. Ja, das ist jetzt hier nochmal ein Satz, der ganz klar ausdrückt, wie wichtig das ist, zu wissen, was man schätzt. Also wenn ich beispielsweise, fangen wir mal mit dem Frieden Gottes an, wenn ich den Frieden Gottes in meinem Geist erfahre, dann kann ich ihn auch schätzen. Dann kann ich ihn so schätzen, dass ich weiß, er ist das, was ich über allem will. Also, er ist das, was ich unendlich grenzenlos schätzen kann. Ja, da liegt also die meiste Betonung drauf. Das ist der oberste, man könnte sagen, der oberste Ton, ja. Und damit sage ich dann aus, dass ich das will und dass ich nur das will. So, jetzt kommen wir zum Götzendienst und zu den Götzen. Zu dem, wo wir immer wieder gesagt haben, was ist mir in der Welt noch lieb und teuer? Ich zähle jetzt mal auf. Ja, ein Haus, ein Boot, ein Auto, eine nette Beziehung. Eine besondere Beziehung. Kommt vielleicht noch zu einer Weltreise oder abenteuerliche Erlebnisse. Und vieles mehr. Würde man jetzt so in der Werbung sagen, ne? Also alles, was dir in der Werbung angeboten wird, kann man sagen, so unterm Strich, das gehört dazu. Und das ist das Angebot von dem Ego-Denksystem. Hier wird dieser Götzendienst gemacht. Also, es hat aber ja nur was damit zu tun, was du, wie du es schätzt, ja. Also, was ist dein wirklicher Schatz? Und das ist jetzt scheinbar in dem Erlösungsprozess ein Lernprozess, in dem wir den Frieden Gottes erst lernen. Wir wissen, wir sind niemals aus dem Frieden Gottes rausgekommen. Alles ist nur eine Illusion. Und die Illusion ist vor dem Frieden Gottes. Und jetzt müssen wir lernen, die Illusion wieder beiseite schieben zu lassen und den Frieden wieder zu erkennen, um uns wieder daran zu erinnern, ach ja, das ist das, was ich will. Das andere ist nur eine Täuschung. Das ist vorgetäuscht, das, was ich will. Das kann man aber, ja, man kann das theoretisch, kann man das hören, verstehen und auch theoretisch annehmen.
und theoretisch lernen, aber die Praxis zu lernen, den Praxiskurs zu machen, das ist das Entscheidende. Weil mir kann jemand doch viel über den Frieden Gottes erzählen. Und wenn ich in mir aber nur Groll fühle oder nur nichts fühle oder nur Traurigkeit fühle oder nur Ärger fühle, dann nutzt mir das nichts. Dann geht das an mir vorbei. Dann sage ich, ja, das ist schön und gut, dass du den Frieden Gottes hast und dass ich ihn vielleicht auch mal partiell irgendwann gehabt habe, aber jetzt habe ich ihn nicht. Das bringt nichts. Davon müssen wir loslassen. Von diesem System müssen wir loslassen. Das ist nicht das richtige System. Das ist das Denksystem des Egos. Das Denksystem des Egos lässt sich den Frieden Gottes nicht haben und lässt sich in der Vergangenheit sein. Lässt dich glauben, dass du in der Vergangenheit bist. Lässt dich Gedanken über die Vergangenheit denken und in die Gegenwart ziehen und wie ein Block vor die Gegenwart setzen. Nur in der Gegenwart kannst du den Frieden Gottes erfahren. Der Frieden Gottes ist gegenwärtig, also vergegenwärtige ihn dir. Lass ihn dir durch den Heiligen Geist, der dich auch in der Gegenwart, der kann dich nur in der Gegenwart führen, er kann dich nicht in der Vergangenheit führen. Er kann dich nicht in der Zukunft führen. Er kann auch nicht Dinge, die in der Zukunft liegen, für dich in Ordnung bringen, weil die Zukunft gar nicht existiert. Es existiert nur das Hier und Jetzt in der Ewigkeit. Durch das Hier und Jetzt kommst du in die Ewigkeit, in die Wahrheit. Die Ewigkeit ist die Wahrheit. Und da ist die wahre, wirkliche Unveränderlichkeit. Wenn ich sage, ja, ich habe Sorgen und dann beim nächsten Mal sage, ja, ich habe unverändert Sorgen, das ist keine Unveränderlichkeit. Unveränderlichkeit bezieht sich nur auf den Frieden Gottes. Der Frieden Gottes ist unveränderlich in meinem Geist. Er bleibt unverändert in meinem Geist. Die Sorgen, die kommen, das ist etwas, was ich mache. Das ist das, was ich dazu mache. Die kommen mit den zusätzlichen Wünschen, mit den zusätzlichen Bedürfnissen, mit den Angeboten aus diesem Lieb- und Teuer-System. Willst du nicht das mal haben? Willst du nicht das mal haben? Du brauchst doch das. Du brauchst, deine Nase läuft. Jetzt brauchst du Nasenzeug, das du dir da reinspritzt, ja? Und so weiter. Das, was dir alles eingeredet wird, was du dir über das Ego-Denksystem alles selber einredest. Verkäufe, Selbstverkäufe, Querverkäufe, Durchverkäufe. Ja. Wenn jemand den Kurs verkauft, wenn er ihn versucht zu verkaufen, dann gehört das auch noch mit dazu. Dann ist es nicht der Kurs. Weil es steht Millionenmal im Kurs drin, dass du die Erlösung schon in dir hast, dass du sie nicht kaufen musst. Du musst sie von niemandem kaufen. Sie ist bereits da. Du musst dich nur daran erinnern. Und den Weg dahin kennt der Heilige Geist, der in dir ist. Er ist nicht in der Person, die sagt, ich verkaufe es dir. Ich kann es dir verkaufen für 30 Euro oder so, ja? Da ist es nicht. Es ist bei dir, es ist schon da. Du musst nur nach innen schauen. Wenn derjenige sagt, ich verkaufe dir die Praxis, wie du dahin kommst, die Meditationspraxis, stimmt nicht. Der Heilige Geist macht es für dich. Er kennt die Praxis. Er hat den Heilsplan Gottes komplett in sich. Und er kann ihn dir geben, sobald du nur eine Bereitwilligkeit dafür hast. Ja. Du musst auch nichts spenden. Also du musst gar nichts machen. Gib kein Opfer. Das Problem, dass du glaubst,
du musst etwas opfern, ist das Hauptproblem. Sobald du glaubst, sobald das System des Opferns irgendwie in deinem Geist ist, ist die Blockade schon wieder vor dir. Weil du dann glaubst, du hängst an etwas, dann ist es dir wieder lieb und teuer. Ja? Du musst es ja opfern. Du opferst dann wieder etwas dafür. Ja? Das Einzige, was du aufgeben musst, also was du dem Heiligen Geist zur Läuterung geben musst, aber dem Heiligen Geist in dir, nicht irgendjemand anderen oder so, wo du glaubst, das ist ein anderer, dann ist es falsch. Du musst nach innen schauen, nach innen. Und da musst du es dem Heiligen Geist übergeben. Und zwar das ganze Ego-Denksystem, was dich glauben lässt, dass du ein Ego bist. Dann kann der Heilige Geist es in dir für dich korrigieren und dann siehst du, es ist gar kein Ego-Denksystem, es ist gar kein Ego, ich bin gar kein Ego, ich bin gar kein Körper, ich bin das alles gar nicht. Ich bin nicht diese tolle Lederjacke oder ich spiele jetzt einfach irgendwelche Beispiele an, ne? Und ich bin nicht mein Porsche oder sowas. Ja? Ich bin das alles gar nicht. Ich identifiziere mich nur damit, dass ich der Mann mit dem Porsche bin. Oder der Mann mit den so und so vielen Aufrufen bin. Das ist alles Identifikation in der Welt. Die vielen Aufrufe im Internet. Identifikation der Welt. Es ist mir lieb und teuer. Ich will es haben. Daran erkennst du es. Mal ganz kurz wieder. Ja, wunderbar, die Müllabfuhr war schon da. Sie hat also alles, was uns lieb und teuer war, gerade mitgenommen. Und jetzt kann das Wahre das Falsche ersetzen. Also es kann vom Wahren ersetzt werden. Das Falsche kann vom Wahren ersetzt werden. Beziehungsweise die Wolke verschwindet, die Wolke der Schuld verschwindet, weht weg und die Wahrheit darunter kann sichtbar werden. Was du in Wahrheit bist. So, jetzt wissen wir, was dieser erste Satz hier bedeutet. Wie du setze ich meinen Glauben und meine Überzeugung in das, was ich schätze. Der Unterschied ist, dass ich nur das liebe, was Gott mit mir liebt. Ja, und was ist das, was Gott mit mir liebt? Was ist das? Was können wir das irgendwie feststellen, können wir das irgendwie ausmachen, können wir das irgendwie eingrenzen. Und deswegen schätze ich deinen Wert höher, als du selbst bist, also als du selbst deinen Wert einschätzt. Also du schätzt deinen Wert mit ein Haus, ein Boot, ein Auto und er schätzt deinen Wert höher. Er sagt, du bist der Sohn Gottes. Du bist alles, du bist nicht nur ein Teil davon. Nicht nur das Boot, das Auto, das Haus. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe nicht mal das, ja, dann ist es noch mehr. Also dann ist es, dann schätzt du dich noch niedriger ein. Aber es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeiten bei Wundern. Es ist egal, wie wenig du hast. Auch wenn du sagst, ja, ich habe sogar Minus. Ich habe Minus auf meinem Konto. Dann ist das auch kein Problem. Dann liebst du eben dein Minus. Das ist das, das ist dir das lieb und teuer. Ne? Du liebst dein Minus. Das kann sein. Das kann sehr gut sein. Das ist in Ordnung. Das geht. Kann man machen. Kriegt man hin. Oder du liebst die Dinge, die du dir gekauft hast und weswegen das Minus entstanden ist. Ja? Dann schau dir wieder die Dinge an, die für dich dein Minus hergestellt haben. Das ist dann, was du mehr wertschätzt als den Frieden Gottes. Kann man so einfach sagen. Weil du fühlst dich ja jetzt nicht erlöst damit, sondern du siehst jetzt nur noch das Minus. Und das ist nicht gerade erlösend, ne? Wie man sieht.
Egal, lassen wir jetzt hier mal nicht so weiter rumwursteln, das bringt nichts. Der Unterschied ist, dass ich nur das liebe, was Gott mit mir liebt. So, das ist das Typische, was wir hier im Kurs immer sagen. Du bist Mitschöpfer mit Gott. Jetzt muss ich nochmal stoppen. Okay, ich lese weiter vor. Du kannst dich weiter entspannen. Was Gott mit mir liebt. Du bist Mitschöpfer mit Gott. Jesus ist das auch und er sagt das hier und er sagt, das heißt, ich liebe gemeinsam mit Gott und schaue gemeinsam mit Gott auf das, was ich liebe, mit vollkommener Liebe. Nicht mit Angst und nicht mit Ehrfurcht oder nicht mit Trauer, nicht mit Ärger, sondern nur mit Liebe, nur mit vollkommener Liebe. Wie kann man das machen? Ja, jetzt wäre wieder so die nächste Frage. Ja, wie soll das gehen? Wie soll ich alles mit Liebe angucken? Ich kann ja nicht Dinge mit Liebe angucken, die gar nicht liebevoll sind. Ne? Also sagen wir mal, ich gehe mir mal einfach von dem Beispiel aus, ich habe Schmerzen. Ist ja jetzt nicht so ein fremdes Beispiel. So. Also, wie soll ich denn mit Liebe auf diese Schmerzen gucken? Wie geht das denn? Kann ich nicht. Meine Schmerzen kann ich nur hassen, weil die sind mir so unangenehm. Ja, dann ist es wichtig zu wissen, wo kommt der Schmerz eigentlich her? Das haben wir ja schon besprochen. Er kommt eben genau daher. Er kommt vom Hass. Er kommt von den Dingen, die dir lieb und teuer sind. Und er kommt von dem Groll. Und er ist die Abwehr gegen das Licht, gegen den Heilsplan Gottes. Er ist einfach nur das Ego-Abwehrsystem, der Schmerz. Er soll dich dazu bewegen, also du selber inszenierst ihn, damit er dich dazu bewegt, nicht die Erlösung zu machen. Du kannst dann sagen, ja, ich habe eine Ausrede, ich kann die Erlösung nicht machen, weil ich habe Schmerzen. Ja. Oder Juckreiz ist das Gleiche, ja. Du kannst es nicht machen. Du bist nicht da, du musst woanders hin. Jetzt haben wir das mal so ein bisschen angeschaut, aber es ist halt ganz einfach, den Schmerz im Hier und Jetzt oder den Juckreiz im Hier und Jetzt aufheben zu lassen und dieses Hier und Jetzt weiter auszudehnen. Ich sage ja, ich betone ja immer, es ist ganz einfach. Der Kurs ist ganz einfach, die Erlösung ist ganz einfach. Es ist ja nur, dass ich sagen muss, Heiliger Geist, ich bitte um deine Führung. Das sage ich aber nicht, indem ich zum Beispiel sage, Heiliger Geist, ich bitte um deine Führung, indem du mir ein Taxi schickst. Ja? Also indem ich ihm sage, wie er es machen soll. Also wenn ich jetzt, das habe ich jetzt gestern erlebt, ja, da war der letzte Bus weg gewesen und dann hing ich da in Gandia fest und dann habe ich den Heiligen Geist um Führung gebeten und es kam eine Möglichkeit, genau in dem Moment, wo eigentlich noch ein Bus kommen sollte, der aber nicht gekommen ist, um 22.35 Uhr. Aber da habe ich die Möglichkeit tatsächlich bekommen. Es war dann auch ein Taxi und es war auch nicht sehr teuer. Aber vorher war es irgendwie nicht möglich, in meinem Geist das hinzukriegen, weil ich auf diese Uhrzeit fixiert war. Ne? Also ich habe das selber so eingegrenzt für mich. Ich wollte erstmal abwarten, ob dieser Bus kommt, ja. Und das habe ich irgendwie zur Bedingung gemacht, ja. Schau mal in deinem Geist, wo stellst du deine Bedingungen, wie der Heilige Geist die Heilung in dir vollziehen soll? Ja, also machst du da den Umweg und lässt nicht zu, dass das vorher geschehen kann? Oder bist du bereit, dass das jetzt geschehen kann? Lässt du alle Mittel und alle Wege einfach
die du dem Heiligen Geist vorschreibst, die du deinem angeblichen Außen vorschreibst, einfach mal außer Acht und sagst, ich will nur dir und deinem Weg vertrauen. Ich weiß gar keinen Weg. Ich bin hier blind. Ich bin hier blind, taub und doof auf der Erde. Ich weiß nichts. So weit musst du zurücktreten. Ja, zurücktreten heißt wirklich komplett die Steuerung loslassen. Lass das Lenkrad komplett los. Lass auch alle Hilfe, die dir irgendwie zuteil will, sag der Hilfe, die dir helfen will, in der Welt, sag, lass du mich auch los. Lass mich jetzt fallen. Ich muss jetzt in die Hände des Heiligen Geistes fallen. Ja. Das brauchst du mal einen Moment lang, um der Führung des Heiligen Geistes wirklich zu vertrauen. Also ich hatte gestern schon mal von diesem Spannungsbogen gesprochen und dann haben die Dinge einen glücklichen Ausgang. Aber wir brauchen diesen Spannungsbogen, um genauer hinschauen zu können, dass es wirklich, dass unser Drama, was wir inszenieren, wirklich gut gehen kann, wenn wir echt davon loslassen, es selbst irgendwie machen zu wollen, ja. Es ist dermaßen schwierig, mal was nicht selber machen zu wollen, ja. Wie schwer ist das denn, ne? Aber so schwer ist das gar nicht. Es ist echt mal so ein inneres, tieferes Loslassen, ja. So, es ist mehr so im Gefühl so, wie soll ich das jetzt vor mal so, also irgendwie locker lassen, ja. Lass locker. Okay, das hätten wir. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Der Unterschied ist, dass ich nur das liebe, was Gott mit mir liebt und deswegen schätze ich deinen Wert höher, als du ihn schätzt, ihn selbst schätzt. So hoch, wie Gott ihn eingeschätzt hat. Wie hoch hat Gott deinen Wert eingeschätzt? Frage dich heute irgendwann mal im Laufe des Tages, wie hoch hat Gott meinen Wert eingeschätzt? Lasse dir die Antwort durch den Heiligen Geist geben in einer Erfahrung. Das wird wahrscheinlich eine gute Erfahrung sein, weil Gott deinen Wert am allerhöchsten eingesetzt hat, so hoch, wie du es dir einfach nicht vorstellen kannst. Und es kann sein, dass du wirklich, wenn du eine Bereitwilligkeit hast, das zu fühlen und auch zu sehen, dass der Heilige Geist da mit dir eine Erfahrung macht. Das kann nicht nur sein, sondern es wird hundertprozentig so sein, wenn du wirklich bereit bist, das zu erfahren. Wenn du keine Angst hast und wenn du keine Abwehrmechanismen dagegen einsetzt. Wie hoch hat Gott meinen Wert eingeschätzt? Dieses Wort Wert, das ist ja uns auf irgendeine Art und Weise ein bekanntes Wörtchen. Natürlich verschwinden Worte und die Bedeutungen aller Worte, wenn der Wert, den Gott in dir sieht, den vollkommenen Wert, wenn du ihn einmal für eine Millisekunde irgendwie erhaschst. Dann hat das Wort Wert auch keine Bedeutung mehr. Ja. So viel ist das. Weil wir können dieses Wort Wert nur in einer Welt von Unterschieden anwenden. Ja. Mehr Wert, weniger Wert und so weiter. Mehrwertsteuer. Ich liebe alles, was er schuf. Und biete ihm all mein Vertrauen. Bis hierhin erstmal. Wir haben ja Jesus als unser Vorbild gewählt. Wir haben gesagt, okay, das ist der Messias. Der ist vom Kreuz wieder auferstanden. Der hat uns vorgemacht. Er hat die Welt überwunden. Das geht. Er hat die Kranken geheilt, hat die Toten erweckt,
Das ist der Man, das ist der Hammer, der Typ. Dem folge ich noch. So, jetzt, hier in diesem Moment, spricht er zu dir durch den Kurs in Wundern und sagt dir, so und so mache ich das und du kannst das auch. So, jetzt musst du ja nur willens sein, die Anleitung, die Gebrauchsanleitung sozusagen, ja, die er hat, zu lesen und umzusetzen. Nehmen wir an, du kaufst einen Katzenbaum, ja, stellst ihn dahin, fängst du an, den auf deine eigene Art und Weise zusammenzubauen, da baust du den 100 Mal auf und wieder ab. Aber du hast keinen Bock, diese Gebrauchsanweisung zu lesen, weil die kommt dir vor wie chinesisch, ja, und so klein und so undeutlich, dass du sagst, habe ich keine Brille für, kann ich nicht lesen. Ne? Ungefähr genauso ist das hier. Ja? Wir sagen, wir können den Kurs nicht hören, nicht verstehen, der ist mir zu lang, zu viel, dauert zu lang und so weiter, ja. Ich will das viel schneller, ich will das schnipp, bumm, erlöst. Ja, ist ja auch so. Kriegst ja auch schnipp, bumm, erlöst. Mit dem ersten Wort im Kurs schon, mit dem ersten Leitsatz, ja. Diesen drei Sätzen, die da schon stehen, der Überschrift. Und dennoch ist es wichtig, irgendwie so eine Art Gebrauchsanweisung an der Hand zu haben. Und hier, jetzt lese ich nochmal den letzten Satz, ja, ist ein Teil dieser Gebrauchsanweisung. Und jetzt wieder. Mein Glaube in dich ist so stark wie all die Liebe, die ich meinem Vater gebe. Nee, nochmal zurück. Einer zu, ich bin vorgesprungen, macht nichts. So hoch, wie Gott ihn eingeschätzt hat, so. Ich liebe alles, was er schuf. Bis hierhin erst. Ich liebe alles, was er schuf. Was schuf denn er? Was schuf denn Gott? Wir haben schon gehört, die Ewigkeit, das ist etwas, was er geschaffen hat, ja. Also, er ist in der Ewigkeit und er bleibt in der Ewigkeit, er ist unveränderlich und das hat er geschaffen. Und was hat er noch geschaffen? Den Sohn Gottes. Er hat also dich geschaffen. Nicht den Körper, den du siehst, den du als Kommunikationsmittel jetzt nutzt oder nutzen lässt vom Heiligen Geistes. Der wird zwar so nah an die Erkenntnis herangeführt, dass er leicht in Erkenntnis übersetzt werden kann, also dass du ihn so wahrnehmen kannst, dass es für dich ein Werkzeug zur Erkenntnis wird. Aber gemeint ist natürlich der Geist Gottes. Du bist der Geist Gottes. Erinnere dich an den Leitsatz, mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Haben wir gestern schon mal ganz kurz gehabt, ein bisschen abgewandelt, aber so ist er richtig. Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Mindestens nach dem Meeting ist mir eingefallen. Ja, so heißt der Satz richtig. Mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Dein Geist ist von Gott geschaffen. Dein Geist. Ich sagte schon mal, da wo alles beginnt, im Geist beginnt alles. Nicht im Körper beginnt alles, im Geist, in deinem Gedanken, in dem Denken beginnt alles. Und wenn du deine Gedanken auf die Gedanken Gottes legst, dann sind sie gemeinsam mit den Gedanken Gottes die, wo alles beginnt. Dann beginnst du da, wo Gott beginnt. Willst du mal da beginnen, wo Gott beginnt? Oh, jetzt hören sich die Worte plötzlich so anders an, nicht wahr? Sie verschwinden einfach. Ich will dort beginnen zu denken, gemeinsam mit Gott, wo Gott beginnt zu denken. Nehmen wir mal diesen Satz, probier ihn aus. Ich will da beginnen zu denken, wo Gott beginnt zu denken. Gemeinsam mit Gott. Jetzt bist du in der Lage, mit Gott das zu lieben, was er erschaffen hat, weil von da aus beginnt dir. Die Schöpfung. Es geht ja nicht um die Fehlschöpfung. Die Fehlschöpfung wird vom Heiligen Geist korrigiert. Und der Heilige Geist bringt dir aber bei, zu lernen, mit Gott zu denken und mit Gott zu lieben. Ein Mitschöpfer mit Gott zu sein, also
Mein Wille ist ja seine. Da drin steckt das schon, ja. Wenn du sagst, mein Wille, haben wir schon mal ausprobiert, mein Wille ist ja seine, da steckt das drin. Dein Wille ist nicht anders als der Wille Gottes. Er ist der gleiche Wille. Es ist ein und derselbe Wille. Und der Wille Gottes, da beginnt das Denken Gottes. Es ist nicht so ein Denken wie so ein Ego-Denken mit einmal eins ist eins, einmal zwei ist zwei und so weiter. So ein Denken ist es nicht. Es ist ein anderes Denken. Es ist ein Denken in Liebe. Da bist du, fährst du besser, wenn du auf deiner Gefühlsebene agierst. Das ist auch schon falsch, ja. Also dich einfühlst oder beziehungsweise dein Sein dort fühlst. Fühl dich ein. Mein Glaube an dich ist so stark wie all die Liebe. Und das ist viel, die ich meinem Vater gebe. Wir erinnern uns dran. Die Liebe des Sohnes Gottes ist die gleiche Liebe wie die Liebe des Vaters zum Sohn. Sie steht ja da in der Mitte dazwischen, obwohl es nicht zwei sind, sie sind eins. Der Vater und der Sohn ist eins. Der Vater und der Sohn ist eins. Haben wir wieder einen Leitsatz gefunden. Und diese Liebe umfasst sie, umgibt sie, durchdringt dieses Einssein. Und da gilt es, sich einzutunen, ja, und diese Liebe. Und das Vertrauen, das ich zu dir habe, so, und jetzt kommen wir hier dazu. Jesus, der Heilige Geist, hat ein Vertrauen zu dir, zu dem Sohn Gottes, zu dir, der du der Sohn Gottes bist, der du dich als eine Traumfigur wähnst, zu mir, der ich der Sohn Gottes bin, der ich mich als eine Traumfigur wähne, hat der Heilige Geist Vertrauen. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Vertrauen das ist, ja. Und das Vertrauen, das ich in dir habe, ist grenzenlos und ohne Furcht. Erinnere dich mal, wenn du jetzt zum Beispiel Vertrauen in dein kleines Kind hast, was gerade laufen lernst, und du willst immer wieder da hilfreich deine Hand hinhalten, dann heißt das, du vertraust diesem Aufstehen des Kindes gar nicht. Da ist ja auch Angst mit drin, dass es umfallen könnte. Aber der Heilige Geist hat grenzenloses und furchtloses Vertrauen in dich. Es ist also sehr, sehr, sehr groß, so groß, wie wir es uns so aus dem Ego-Denksystem gar nicht vorstellen können. So ein großes Vertrauen hat der Heilige Geist in dich. Jetzt kann sein, dass du sagst, oh, das hätte aber besser nicht gemacht, weil, also ich vertraue mir ja gar nicht. Ne? Deswegen vertraut er dir ja, ne? Damit du auch lernst, dir zu vertrauen. Das ist ja der Grund. Und hier darfst du lernen, du hast alles, all dieses Vertrauen verdient. Ne? Manchmal schwer einzusehen, ne? Wenn man dann sich so in der Welt sieht und sagt, oh Gott, aber du könntest mich nicht hören. Ja, jetzt ist jetzt hier so am Ende dieses Satz, du könntest mich nicht hören. Das kam mir eben schon seltsam vor. Ich lese jetzt nochmal den Satz so im Ganzen vor. Und das Vertrauen, das ich zu dir habe, ist grenzenlos und ohne Furcht. Du könntest mich nicht hören. Ja, also, da scheint irgendwie was zu fehlen, ne? Also, du könntest mich nicht hören, wenn wir jetzt den Satz so im Ego-Denksystem weiter stricken würden, wenn wir sagen, könntest ni mich nicht hören, wenn ich dieses Vertrauen nicht in dich hätte und du nicht auch ein ganz kleines bisschen glauben würdest, dass du dieses Vertrauen hast. Aber du hörst ihn. Du hörst ihn genau jetzt in diesem Moment, ja?
Du musst ihn noch nicht mal alleine hören. Du hörst ihn jetzt hier in diesem Moment, während du das hier siehst, hörst und liest. Ich danke dem Vater für deine Lieblichkeit und für die vielen Gaben, die du mich dem Himmelreich anbieten lassen wirst. Jetzt spricht er hier tatsächlich so ein bisschen in der Zukunft, weil von dem Ego-Denksystem ausgesehen ist manches in der Zukunft, was er aber schon sehen kann in der Ewigkeit, was keine Zukunft ist. Also er sieht schon das, was vollbracht ist, was du vollbringst mit ihm. Und er kann sagen, die du mich dem Himmelreich anbieten lassen wirst. Also du sagst, du wirst dem Heiligen Geist sagen, er möchte bitte dem Himmelreich das und das anbieten, in der Form, wie wir das ja hier schon gemeinsam tun, indem wir sagen, nehmen wir nochmal hier diesen Satz mit dem Sohn Gottes, oder ich sehe ihn jetzt gerade nicht, ich sage jetzt einfach mal, Vater, ich danke dir für deinen vollkommenen Sohn. Darin lassen wir den Heiligen Geist das dem Himmel anbieten. Und der Himmel nimmt es an, weil es von Gott ist. Weil du ja dem Vater dafür dankst. Kannst du das irgendwie? Zu Ehren seiner Ganzheit. Ja? Also das sagst du ja zu Ehren seiner Ganzheit in diesem Moment. Dieses Dankesgebet sprichst du zu Ehren seiner Ganzheit aus. Also sprich diese Gebete einfach aus und lass den Heiligen Geist es dem Himmel für dich anbieten. Und es wird genauso zu dir, der du das Himmelreich bist, zu dir zurückkehren. Wir haben ja schon in einem anderen Kapitel erwähnt, dass du selbst das Himmelreich bist. Ja, erinnere dich an den Satz, das Himmelreich ist nicht in dir, du bist das Himmelreich. Was außer dir hat Gott geschaffen? Erinnere dich an diesen Satz. Die von Gott kommt. Die Ganzheit, die von Gott kommt. So, jetzt sind wir am Ende dieses Absatzes hier angekommen und verbinden uns einige Sekunden. Geist, lassen den Absatz ein bisschen im Geist sich ausdehnen und verbreiten. Ja, kommen wir zur letzten Feedback-Runde. Thomas, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ganz gut, ganz entspannt jetzt. Dankeschön. Ja, danke Thomas. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir hinterher. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich auch gut, ruhig, friedlich, dankbar. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir. Dann kommen wir zum nächsten Feedback. Sabine, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Da, aber scheinbar im Moment nicht erreichbar. Ich fühle ich mich. Ich habe ein bisschen gebraucht, um das freizuschalten. Ah ja. Ruhig fühle ich mich. Ja, ruhig, ruhig. Ruhig, ein anderes Wort gibt es gerade nicht. Danke.
Danke, Sabine. Wir verbinden Ja, dann kommen wir noch zu meinem Feedback. Es geht mir gut und ja, ruhig. So kann man es nennen, ne? Der Frieden Gottes, er hat schon viel Ruhe in sich und die können wir ja ganz gut gebrauchen. Okay, wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir und lassen uns nochmal einen Moment lang geistig ausdehnen. Vielen Dank und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag mit den Erkenntnissen und in der Schau Christi. Macht's ganz gut. Lasst gehen. Ciao. Wir sehen uns dann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ganz schönen Tag. Euch auch. Tschüss. Danke.